Aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Jo, ich möchte euch Malla gar nicht vorenthalten. Ich habe inzwischen 90,19% der Karte aufgedeckt. Hier ist noch was, hier unten ist noch was. Hier sehen wir schon, dass wir uns hier an den Landesgrenzen langlutschen. Hier ist soweit alles fertig. Das heißt, hier kommt jetzt als nächstes Malaga dran. Das Stückchen hier unten. Ist der Zipfel auch fertig. Dann El Ejido. Hier haben wir auch schon alles. Das Stückchen noch. Dann geht es hier langsam, aber sicher nach oben. Hier sehe ich, habe ich sogar schon alles fertig. Hier auch. Da auch. Valencia. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus inzwischen. Hier fehlen dann noch so kleine Stücke und so weiter und so fort. Und dann haben wir im Prinzip, wenn man so will, da ist noch ein Fotopoint, den werde ich abfahren. Hier diese Kleinigkeiten noch nachschauen. Ich glaube, hier linksseitig, wenn wir hier eine Linie durchziehen, linksseitig dürfte so ziemlich alles abgefahren sein. So, dann haben wir, ich sag mal, im Großen und Ganzen noch 10% der Karte, die aufzudecken sind. Da sind hier so kleine Stücke. Hier unten natürlich das ganze Klimperkram. Hier Livorno. Vieles ist fertig, da müssen wir nicht mehr hin. Ich denke mal, wenn ich mir jeden Tag so 1-2% vornehme, dann sollte die Karte in spätestens 10 Tagen komplett erledigt sein. Ich weiß allerdings nicht, was mit den Stücken ist, die, wie soll ich jetzt sagen, diese geheimen Abkürzungen, wisst ihr? Mit denen weiß ich nicht ganz genau, was da Ursus ist, ob die mit dazu gezählt werden oder nicht. Das wäre natürlich blöd, weil die werde ich so ohne weiteres natürlich nicht finden, weil die auf der Karte nicht mit eingezeichnet sind. Pass auf, das ist genau das, was ich jetzt, was ich hier schon den ganzen Tag quasi mache. Wir machen das hier soweit fertig. Und so, hier denke ich mal, werden wir jetzt die Anbindung zur Autobahn haben. Das passt. So. 0 und 8 und dann geht es hier einmal zurück in den Kreisel für uns. Muss immer so ein bisschen gucken, was man hier treibt. Ist nicht so ganz einfach. F9, F5, zack, jetzt sind wir hier wieder drin. Jetzt können wir natürlich, warte mal, wie sieht denn das hier aus, das auch eben... Ah, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel eine Straße. Da wäre normalerweise eine Barriere, wo wir gar nicht reinkommen. Dadurch, dass ich einen Mod habe, der diese Barrieren ausblendet, kommen wir da auch rein. So. Frage ist jetzt natürlich, wie weit müssen wir hier? Da vorne wird eine Mautstation oder sowas sein. Spätestens, wenn ich was Gelbes sehe, wie hier, passt es. So, dann können wir jetzt die Seite wechseln.
F9, genau, das muss immer alles hundertprozentig passen, damit man ja nicht aus 20 Metern Höhe fällt oder wie auch immer. Okay, wir fahren hier raus. Und dann gucken wir uns jetzt Malaga an, beziehungsweise den Rest davon, was davon noch übrig ist. In dieser Autobahn, das mache ich dann später. Fahren jetzt einmal hier hoch. Ja, aber auf die Art und Weise kann man halt eine Menge freischalten. Ich fahre hier auch einmal im Kreis ganz kurz. Dann habe ich den nämlich komplett weg. Ja, wenn das, wie gesagt, wenn das so klappt, ne, dann werden wir die letzten paar Prozentpunkte gemeinsam fahren. Dann haben wir die Challenge erreicht. So, was haben wir denn hier? Aber man sieht auch, ich weiß nicht, ob wir hier so weit gewesen sind oder nicht, was hier so nach und nach zugebaut wird. Wir gucken uns das Ganze auch mal ein bisschen von außen an. Also es gibt schon sehr, sehr schöne Flecke hier zu entdecken, auf jeden Fall. Aber es ist, ich sag jetzt mal, keine Utopie unbedingt mehr, dieses Ding hier voll zu kriegen. Was mir hier auffällt tatsächlich ist, dass hier unheimlich viele Schranken auch sind. Das heißt, große Teile der Industrieanlagen sind für sich ein abgetrennter Bezirk. Riesenflächen. Hier sieht man auch wieder, dass es eigentlich, ja, dass es weitergeht, als uns lieb ist. Upsala. So. Genau. Hier könnte man jetzt Frachten nehmen. Riesengelände. Und wie gesagt, mittlerweile auch alles sehr detailliert, ne? Ja, manchmal muss man auch hier gegen den Strich fahren. Wie gesagt, das sind jetzt so diese letzten Reste. Und ich möchte gerne mal wirklich alles erledigt haben. Am besten noch vor dem nächsten DLC. So, jetzt fahren wir rüber zur anderen Seite. Also man sieht wirklich, dass hier inzwischen so viel Detail oder Wert auf Detail gelegt wird, und das finde ich einfach fantastisch. Ich glaube, das ist auch das, was den ETS ausmacht. Du kannst wirklich alle Nasen lang was Neues entdecken. So. Ich meine, guckt euch allein den Kram hier an, ne? So, hier könntest du rechts ab. Ich meine, hier musst du dich zwangsläufig verfahren. Das geht gar nicht anders. Dann jetzt erstmal hier rein. So. Das ist ein Busbahnhof tatsächlich. Ja, und was ich ja schon mehrfach gesagt hatte, ne, hier in Sachen Busbahnhof, hier kommt irgendwas mit Bussen rein. Wir werden in Zukunft nicht nur Truck fahren.
werden da auch irgendwelche Bustouren anbieten können, so Kaffeefahrten nach Malaga oder so. Keine Ahnung. So, wir fahren hier jetzt rechts rum und hier hoch. Was haben wir hier denn? Das ist Flughafen. Flughafengelände. Okay. Malaga hat also einen Flughafen. Bin ich gespannt, was das Fragezeichen ist da hinten. Ja. Ich möchte jetzt aber keine Fracht aussuchen. Ich möchte das hier frei fahren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, auch guckt euch das an, wie, ne? Arbeitsagentur. Na, guck mal an. Das wird auch noch lustig. Nachher, wenn wir mit 1-2% fehlen auf der Karte, die zu finden. Deswegen gehe ich hier jetzt auch ganz systematisch vor. Dass ich letztendlich natürlich auch alles habe. So, jetzt fahren wir das Ding frei bis zur Autobahn. Das wäre dann bis hier in etwa. Dann einmal Seitenwechsel. Hier einfach mal geradeaus. Hier können wir auch gerade mal Folgendes machen. Das Stück ist so lang nicht. Das Stück ist so lang nicht. Dann brauche ich da gleich nicht nochmal ansetzen. Ich meine, es ist Unmengen an Arbeit tatsächlich, das jetzt so freizuschalten. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Spaß, weil man sieht ständig was Neues. Aber Reparaturen am LKW und so weiter und so fort, das ist schon. Guck mal, schon ist das Stückchen weg. Das ist schon eine Hausnummer. Weil der ist nur einmal kaputt und das ist immer. Gerade auch, weil man auf die KI nicht so achtet. Man hat hier öfter, dass man hier mal einen Unfall gebaut hat oder so. So, da vorne ist ein Kreisverkehr, hoffentlich ein Stück. Sieht aber ganz gut aus. Jawohl. Können wir hier raus? Können hier auch noch mal gucken. Ja, die Städte wachsen und wie gesagt, durch diese Vielfalt an Gebäuden, die hier jetzt geschaffen werden. Ist auch irgendwie nur eine Einkaufsstraße oder sowas, Hotels oder keine Ahnung was. Aber unheimlich liebevoll gestaltet, finde ich. So, was ich bei diesen Erkundungstouren auch nicht mache, ich halte nicht an roten Ampeln. Meine Kohle ist ja genug drauf auf dem Konto, von daher, ne? Was das hier jetzt sein soll, das ist mir auch so ein bisschen schleierhaft. Hallo, vorsichtig. So, hier muss ich jetzt leider halten, weil bis ich den Wagen umgesetzt habe,
fährt mir garantiert einer unten drunter. So sieht's nämlich aus. Genau, weil, wie gesagt, wenn ich hier freischalte, ich habe da keine Lust und keine Zeit vor Ampeln rumzustehen. Es ist mir aber auch egal. Es ist ja in dem Sinne genug Kohle im Sack, ne? So, wo kommen wir hier denn hin? Also Malaga hat offensichtlich nicht nur einen Flughafen, sondern auch einen Hafen. Oder nach was sieht das aus hier? Ist schon nice, ne? Schönes Städtchen, da möchte man wohnen, glaube ich. Und verfahren kannst du dich hier auch ganz prima. Ja, am liebsten hätte ich das natürlich abgedeckt, bevor. Leute, guckt euch das mal an. Da sind, hier liegen auch Kriegsschiffe. Schlachtschiffe. Ja. Hier könnte ich theoretisch reinfahren, wenn du jetzt nicht im Weg stehen würdest, oder? So, wo geht's denn hier auf das Betriebsgelände? Ah ja, hier. Guck mal. Es ist hier hinten noch irgendwo was. Mann, Mann, Mann. Jetzt ist es offen. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, dieses angesetzte Zeugs und. Aber ich bin so gesehen jetzt mal ganz froh, dass ich mich hier dran begeben habe. So, jetzt können wir uns das Ganze mal auf der Karte angucken, wie das hier unten aussieht. Das ist soweit fertig. Das heißt, wir würden jetzt wieder hier hingehen. Als erstes neue Wegepunkte ans Ende setzen. Das wäre dann das Stückchen da. Und dann würden wir wahrscheinlich irgendwo hier runtergehen und das fertig machen. Das sind auch nur 162 Kilometer. Das ist jetzt nicht mehr die Welt, nicht? Das machen wir jetzt aber tatsächlich anders. Ich gehe dann immer daher. Einmal die Null. Wir haben ja, wofür haben wir die Flycam? Und dann kann man das ja mal eben abfliegen, das Ganze. So, guck mal, durch Malaga durch. Guckt euch die Häuser an, die hier rumstehen. Ist fantastisch, Leute. So. Was ist hier denn jetzt? Müssen wir diesen Bogen hier mitnehmen oder was ist das? Glaube bald. Wir fahren einfach mal ein Stück geradeaus. Genau. Der Bogen musste mit. Was natürlich auch ist, irgendwann fängt das Ganze hier so ein bisschen an. Zappeln. So, guck mal. Jetzt haben wir das sogar schon fertig. Oder auch nicht.
Ja, doch, klar, logisch haben wir das fertig. Wollen wir ganz kurz gucken. Genau, der Bogen ist fertig, hier vorne das ist fertig. Richtig, wunderbar. Das heißt, wir können uns jetzt schon quasi an den nächsten Punkt setzen. Das wäre dann im Prinzip fahre jetzt erstmal hier rum. Da oben den Kreisel müssen wir auch noch, so wie das aussieht. Ja, und jetzt, ihr kennt das schon. Einmal kackendreist falsch rum hier rein. So den Eindruck, hier fehlt ein Stück. Guck mal, das Gegenstück muss auch noch. Sehe ich gerade. Das können wir aber. Von hier aus dann ganz kurz machen. Ja, ich muss sagen, das ist jetzt das dieses Video, wie gesagt, das wollte ich so gesehen eigentlich gar nicht machen, aber ich habe gedacht, ich zeige euch den Kram trotzdem mal. Upsala. Kann ja mal ganz interessant sein. So. Einmal kurz auf die andere Seite. Dann machen wir da oben den Punkt noch weg. Dann können wir schon wieder genau weiterfliegen. Man sieht das auch immer, wo wir gewesen sind und wo nicht. Da muss ich dann ja nicht nochmal lang fahren. Guck mal an. So, hier hat es wieder neue Tankstellen gegeben. Das sind dann so die Kleinigkeiten, ne? Da ich sag mal, ich setze mich, genau. Ich setze mir jetzt nicht für jedes einzelne Wegpunkt. System. Nehmen wir die andere auch noch gleich mit. Wie gesagt, diese Fetzen hier jetzt. Genau, das ist das, was ich meine, wenn man falsch setzt, dann hängst du auf der Leitplanke oder sonst was. Das ist dann weniger schön. Gut, in diesem Fall ist jetzt Gott sei Dank nicht zerstört worden.
So, dann gucken wir weiter. Dann haben wir in der Hoffnung, dass nichts kommt, genau. Dann haben wir hier ein bisschen was. Ja, weil diese kurzen Fitzen, die hier offen sind, versuchen in irgendeine Route mit einzubinden. Das dürfte ziemlich schwierig werden. Und das ist dann so ein Punkt, wo man so eine Karte dann wirklich freischalten will, man wäre ewig dabei. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen lieber so. Können wir den, warte mal. Das ist er hier, ne? Genau, den einmal hier runter. Dieser hier. Jawohl, hab dich nicht gesehen, ich hab dich absichtlich übersehen, so rum. Ja, so mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. Und was wir auf jeden Fall machen werden, gut, das ist jetzt kein großes Highlight von Steam, kommt dann einfach die Meldung, oh, du hast jetzt 100% der Karte aufgedeckt, mehr wird nicht passieren. Aber wenn man sich überlegt, dass ich 2017 mit dem ETS angefangen bin, grundsätzlich das Ganze schon längst hätte freigeschaltet haben können, wenn man das denn direkt mit der ersten Karte gemacht hätte. Aber dank dieser ganzen DLCs, die jetzt hier reinkommen, ist das natürlich... Oh. Ist das natürlich so eine Sache für sich, ne? So, recht abenteuerliche Fahrweise manchmal. Hier stecke ich auch nur die Nase rein, dass das Gelände gelb wird und mehr werde ich hier nicht machen. In diesem Sinne, liebe Leute, lasst ein Abo da, lasst Kommentare da, lasst ein Like da. Ihr könnt den Kanal auch gerne unterstützen, wenn ihr mögt. Alles das ist machbar. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dann morgen früh wieder mit dabei seid. Und wie gesagt, demnächst gibt es dann wieder ganz normale Aufträge. Das, was ich hier jetzt mache, das ist halt, wie gesagt, so behind the scenes, ne? Normalerweise, das kriegt ihr dann gar nicht mit. Ja, ich wollte es euch mal gezeigt haben. Von daher sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin und tschüss.